Danke. Ja, hallo, Frau Hofer. Gut schauen Sie aus. Danke, ja, Herr Schretzmeier. Wir haben uns schon länger nicht mehr gesehen. Wie geht's Ihnen denn so? Mei, voll Arbeit heute, gell? So wie immer heute, ne? Die sind aber nicht zufällig für die Frau Waldhof, oder? Na, die sind für die Frau Tumblinger. Das ist ein Mitglied von der Musikakademie. Die wird heute 85. Aber sagen Sie, warum fragen Sie jetzt nach der Frau Waldhof? Die Frau Waldhof von der Maßschneiderei Waldhof, ne? Die feiert heute ein kleines Geschäftsjubiläum, zu dem sie ein paar handverlesene Gäste eingeladen hat. Aha, und da sind Sie mit dabei. Na freilich, ich lasse doch auch bei der Frau Waldhof schneiden, ne? Ach, jetzt wo Sie sagen, steht Ihnen wirklich ganz ausgezeichnet. Ja, das hat auch eine Kleinigkeit gekostet. Ja, und jetzt wollten Sie für die Frau Waldhof ein paar Blumen kaufen. Champagnerempfang, ich bitte Sie. Ich meine, da kann man doch nicht mit leeren Händen aufkreuzen. Ja. Mein Handy, Moment. Natürlich, obwohl ich ja gerade... ja, Frau Staudegel, grüße Herr Gott. Was haben Sie denn da Schönes gekauft? Rosen in Aprikot-Orange. Gibt's auch noch in anderen Farben, aber die ist ganz was Besonderes. Graziella, das ist eine vielfach prämierte Neuzüchtung. Moment. Herr 80er, ja, bin schon dran, grüße Sie. Sind Sie schon bei der Frau Tumblinger? Nein, die Frau Tumblinger hat uns gerade einen Korb gegeben. Die ist nämlich gar nicht in Rosenheim, sondern in ihrem Ferienhaus auf Mallorca. Was, auf Mallorca? Aber das heißt, wir können ihr gar nicht zum Geburtstag gratulieren? Ja, da müssen wir das halt, grüß Gott, per Gelegenheit nachholen. Aber ich muss jetzt Schluss machen. Ich wollte nur, dass Sie Bescheid wissen. Wiederhören. Aber ihr habt doch schon... Ja, wiederhören. Ja, super, jetzt habe ich die Blumen gekauft und die Tumblinger ist gar nicht im Lande, glaubst du das? Also, wenn Sie den Strauß nicht mehr brauchen, Frau Hofer, ich täte den mit Handkuss nehmen. Wissen Sie was, Herr Schritzmeier? Ich würde Ihnen den Strauß auch ohne Handkuss geben. Na, das ist doch ganz wunderbar. Da haben wir das Problem doch schon gelöst, ja, gell? So, jetzt muss ich aber wirklich, gell? Und was das Finanzielle angeht, das können wir ja auch ein anderes Mal regeln, gell? Wiederschauen, Frau Hofer. Ja, wiederschauen. Ja? Morgen, Frau Stocker. Herr 80er, ich dachte, Sie wollten Sie mit der Frau Hofer treffen. Ja, ja, aber der Termin fällt aus. Die Frau Tumblinger hat sich kurzfristig entschlossen, ihren 85. Geburtstag auf Mallorca zu feiern. Mallorca, auch nicht schlecht. So ist es, und ihr war ein bisschen Zeit geworden. Herr Porosenheim, Apparat Stockel, grüß Gott. Ja? Frau Kaiser, wo haben Sie den Herrn Hillinger gefunden? Ja? Gut, bleiben Sie ganz ruhig, fassen Sie nichts an, wir kommen. Michi. Frau Waldhof, da schauen Sie, die sind für Sie. Danke. Ich bin ein bisschen früh, gell? Aber woher denn? Ich meine, ich finde es einfach ganz reizend, wenn Sie einen Anfang machen, Herr Schritzmeier. Na, also, die sind wirklich schön. Ja, das ist ja auch was ganz Spezielles, ne? Graziella-Rosen. Eine viel prämierte Neuzüchtung. Die hätte es auch noch in anderen Farben gegeben. Aber ich habe mir gedacht, in Aprikot-Orange, da sind Sie doch am schönsten. Ja, kommt man doch gleich an Connoisseur. Frau Schnell, wo ist es? Frau Schnell, bitte sagen Sie mir, kümmern Sie sich doch sofort um diese schönen Rosen vom Herrn Schretzmeier. Hallo, Herr Schretzmeier. Grüße der Gott, Frau Schnell. Frau Waldhof, sagen Sie, der Herr Hillinger, der kommt aber doch schon auch noch. Sicher, da hat er fest zugesagt. Warum? Entschuldigung, ich bin Telefon. Waldhof? Ja, Frau Kaiser, was kann ich für Sie tun? Oh Gott, es ist ja furchtbar. Ja, danke für den Anruf. Wiederhören. Ist was passiert, Frau Waldhof? Die Assistentin von Herrn Hillinger war's. Sie sagt, sie hat heute früh Herrn Hillinger in seiner Villa tot aufgefunden. Was? Sie brauchen jetzt sofort ein Glas Champagner auf den Schrecken hin. Sie auch? Nein, danke. Hat sie sonst noch irgendwas gesagt, die Frau Kaiser? Herr Hillinger war heute Morgen zu einem Geschäftsjubiläum bei Frau Waldhof geladen. Ach so. Aber wer ist die Frau Waldhof? Frau Waldhof hat eine exquisite Maßschneiderei hier in Rosenheim. Herr Hillinger war dort Stammkunde.
Und wieso haben Sie ihn gefunden, den Herrn Hillinger? Als seine Assistentin sollte ich ihn zu Frau Waldhoff begleiten. Also habe ich zweimal geklingelt. Aber Herr Hillinger hat nicht aufgemacht. Also bin ich ins Haus rein. Und da lag er. Wie sind Sie denn ins Haus hereingekommen? Mit einem Zweitschlüssel. Zweitschlüssel? Den Herr Hillinger mir schon vor Jahren gegeben hat. Könnte sein, dass irgendetwas gestohlen wurde? Nein, das heißt, ein Dolch fehlt. Nichts Wertvolles, ein Souvenir von einer Japanreise. Ein Dolch. Oh, dann müssen wir jetzt warten, gell, bis die Kollegen kommen, gell? Könnte ich draußen im Garten warten? Ich brauche dringend ein bisschen frische Luft. Ach so, freilich. Halt, stehen bleiben. So, jetzt können Sie. Ah, das werden die Kollegen sehen. Ich bin gleich wieder da, gell? Schwebsmeier, was mache ich jetzt wieder? Grüß Gott, Herr Mohr. Ich bin sofort ins Auto gestiegen, als ich gehört habe, was passiert ist. Ja, wieso wissen Sie, dass der Hillinger ermordet worden ist? Ach, ermordet, um Gottes Willen, das wird ja immer schlimmer. Ich habe bloß gehört, dass er tot aufgefunden worden ist. Ja, und von wem, wenn man fragen darf? Ich war gerade bei der Frau Waldhof, als die Frau Kaiser dort angerufen hat. Ja, waren denn Sie auch bei der Frau Waldhof eingeladen? Ja, nicht nur der Herr Hillinger las bei der Frau Waldhof schneidern. Mhm. Die Frau Kaiser, wo ist sie denn? Die Frau Kaiser, die ist im Garten, ist eine wichtige Zeugin, die haben noch nicht einmal vernommen. Stuckel, was gibt's? Ja, wenigstens kondolieren wird man ja noch dürfen. Nein, Sie können doch da nicht reinspazieren. Stuckel, was gibt's? Michi, sag einmal, bist du gerade im Stress oder kann ich dir einige Informationen über den Hillinger durchgeben? Beides. Was für Informationen? Also bei dem Hillinger handelt es sich um den gleichen Hillinger, der vor einiger Zeit ständig durch die Klatschspalten gegeistert ist. Ja, schön. Wie hat das hineingeschafft in diese Klatschspalten? Mei, der war halt sehr vermögend und war halt auf diesen Promi-Events eingeladen. Ich sag's dir, der hat ein Leben geführt, da können wir beide armen Haschall nur davon träumen. Ja, mei. War's das? Ja? Ja, dann vierte. Selber vierte. Mei. Herr Schwitzmeier. Herr Mohr. Was ist jetzt wieder? Wo sind Sie denn? Richtig, Herr Schretzmeier, der Bürgermeister aus Ganting? Eben genau der, Mei, Frau Kaiser. Ich war gerade bei der Frau Waldhof, als ich gehört habe, was passiert ist. Mein aufrichtiges Beileid. Danke sehr. Wenn ich noch irgendetwas für Sie tun kann oder Sie rein zufällig mal nach Ganting kommen, meine Tür steht immer für Sie offen. Das ist wirklich sehr nett, Herr Schretzmeier. Ach, ja, bitte. Und so sind denn Freunde da, ne? Na, jetzt auch schon da. Na, besser später als nie, ne, Herr Mohr? Wie sieht's denn aus? Schrecklich. Jetzt habe ich gerade mit der Stuckel telefoniert. Die hat nämlich den Hillinger, das ist unsere Leiche, gekannt. Der war so ein Jet-Set-Promi und war sehr oft in den Klatschzeitungen. Hier schließt sich der Kreis zur Stuckel. Okay, was können Sie denn sonst noch über den Toten sagen? Ja. Mei, Thomas hat der Kursen, 48 Jahre alt ist er geworden. Er war ledig, er war kinderlos und vom Beruf Millionärserbe. Gemeldet war er in Düsseldorf, auf Sylt und hier bei uns in Rosenheim. Und dann hatte er noch eine kleine Sechszimmerwohnung in London. Er war also meistens beschäftigt mit Jetten und Zetten. Ah ja, das ist schon anstrengend, sein Leben als Millionärserbe. Ja. Mei, der Schretzmeier ist, oder? Was, der? Was hat der hier verloren? Ja, der wollte Frau Kaiser kondolieren. Kannte der Schretzmeier den Hillinger? Weiß ich nicht. Der ist einfach durchgestartet zur Frau Kaiser und jetzt sind sie im Garten und sprechen. Ja, dann kann uns das ja gleich selber erklären. Aber wir gehen jetzt zur Leiche. Bitte hier lang. Danke, Herr Mohr. Herr Rhein? Frau Hofer, grüße. Hallo, Frau Stocki. Ich hab schon gehört, der Termin mit der Frau Tumblinger ist abgesagt worden, weil die Dame auf Mallorca weilt. Das hätte ihr wirklich ein bisschen früher einfallen können. Bitte, die Dame wird 85. Ja, bloß gut, dass wir keinen Blumenstrauß gekauft haben. Von wegen. Ich hab gerade einen 80er erzählt, dass der Schretzmeier den Strauß übernommen hat, weil er selber einen gebraucht hat. Der Schretzmeier, wie kommen wir jetzt denn auf den? Den habe ich zufällig im Blumenladen getroffen. Bezahlt hat er ihn allerdings noch nicht. Au, Frau Hofer, das Geld hätte ich mir gleich geben lassen. Wer weiß, wann Sie das wiedersehen. Er hat mir versprochen, dass er das irgendwann regelt. Bald. Vertraut er die da drauf nicht. Frau Stockel. Herr Hillinger wurde gestern Abend zwischen 20 und 21 Uhr erstochen. Vermutlich mit einem Souvenir aus Japan. Mit einem Souvenir? Das ist immer eine interessante Theorie. Wie kommen Sie zu der Annahme?
Ja, die Frau Kaiser, die hat uns erzählt, dass da drüben immer ein echt japanischer Dolch gesteckt ist. Angeblich sogar aus Japan. Ja, und da der Dolch weg ist, wird der Täter ihn wohl mitgenommen haben, um keine weiteren Spuren zu hinterlassen. Klingt irgendwie logisch. Könnte es sich hier um Raubmord handeln? Na, der Dolch war ja nichts wert. Ansonsten ist nichts gestohlen worden. Na, Brieftasche und Handy sind auch noch da. Wobei er sein Handy in der rechten Hand gehalten hat. Meine Theorie, er wollte gerade jemanden anrufen oder hat selbst einen Anruf bekommen. Ja, deswegen noch keine Abwehrverletzungen. Gut, sie meint also, der Täter hat genau in dem Moment zugestochen, wo Herr Hillinger mit dem Handy beschäftigt war. Genau. Noch was. Danke, Nell. Den Anzug, den Herr Hillinger trägt, haben die Kollegen von der Spusi noch dreimal in seinem Schrank gefunden. Und zwar alle maßgeschneidert. Vom Maßatli Waldhof. Keine Theorie, das steht in jedem Anzug, schwarz auf weiß. Wer lässt sich bitte viermal den gleichen Anzug machen? Ich würde sagen, da fragen wir mal die Frau Kaiser. Und Michi, du kümmerst dich bitte mal um die Nachbarn. Ja, ist recht. Danke. Danke, Frau May. Gerne. Guten Tag, Frau Kaiser. Hauptkommissar Hansen, Kripo Rosenheim, mein Kollege Herr Rufer. Grüß Gott. Grüß Gott. Wo ist der Herr Schretzmeier? Herr Schretzmeier ist schon weg. Wie bitte? Entschuldigung, die Störung. Kann das sein, dass der Schretzmeier schon weg ist? Das Auto ist nicht mehr da. Ja, danke, Herr Mo. Das haben wir auch gerade festgestellt. Was für nichts hat, dass er auf uns warten soll? Ja, wir denn? Ich hab doch mit der Stockl telefoniert. Dann sind die Kollegen gekommen, ist die Spusi gekommen, ist die Mai gekommen. Oh mein. Herr Schretzmeier hat gesagt, er will nicht mehr durchs Haus, weil da stört er ja nur. Drum ist er außenrum. Außenrum. Mit dem Hillinger war doch erst irgendwas. Hm, der hatte Ärger im JJK. Das ist eine Nobel Disco hier in Rosenheim. Das weiß ich auch, Frau Lange. Ich komme nicht vom Mund. Komisch, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Hm. Grüß Gott, die Damen. Ist denn der Herr 80er zu sprechen? Ja, der Herr. Danke, ich kenne den Weg. Ja, das ist ja der Bürgermeister von Ganting. Der will bestimmt die Blumen zahlen. Was denn für Blumen? Frau Grasecker, das ist jetzt wurscht. Was genau war mit dem Hillinger im JJK? Also, der Hillinger hat einen Freund, den Schorsch. Und herein. Grüß Gott, Herr 80er. Ja, der Herr Schretzmeier. Das ist ja eine Überraschung. So überraschend jetzt auch wieder nicht, wenn man bedenkt, was passiert ist, gell? Das klingt ja jetzt richtig dramatisch. Und der Frau Waldhof die Rosen gefallen. Die Frau Hofer hat mir schon berichtet. Ich rede leider nicht von der Frau Waldhof, ich rede von dem Herrn Hillinger. Hillinger? Der Millionärserbe, der heute Morgen aufgefunden worden ist, in seiner Villa, ermordet. Hier in Rosenheim. Und jetzt kommen Sie. Ich bin sofort hingefahren, um zu kontrollieren. Haben Sie diesen Herrn Hillinger näher gekannt? Ja, freilich. Wir waren doch so. Wir haben uns beim Promi-Eisstockschießen in Kitzbühel kennengelernt. Ein super Typ, sagen wir. Ein super Typ. Wir haben uns auf Anhieb brillant verstanden. Das Eisstockschießen ist schon ein halbes Jahr her. Herr Hillinger und ich wollten gerade etwas trinken gehen. Da kreuzte plötzlich Herr Schretzmeier auf, den wir vorher gar nicht kannten. Was wollte der Herr Schretzmeier von Herrn Hillinger? Er sagte, wie sehr er sich darüber freuen würde, ihn persönlich kennenzulernen. Er kannte ihn bis dahin nur aus der Presse. Was war danach? Der übliche Smalltalk. Nach 10 Minuten habe ich Herrn Hillinger dann losgeeist mit der Begründung, dass wir dringend weiter müssten. Herr Schretzmeier hat dann noch jedem von uns seine Karte in die Hand gedrückt und das war's. Wie meinen Sie, das war's? Danach haben die beiden vielleicht noch 3-4 Mal kurz miteinander telefoniert. Herr Schretzmeier hatte die Idee zu einem Poloturnier in Ganting. Aber Herr Hillinger war nicht sehr begeistert davon. Mei, was wir für eine Riesengaudi gehabt haben da in Kitzbühel. Ne? Und das war ja erst der Anfang. Ne? Der Herr Hillinger und ich, wir haben ja was wirklich Großes vorgehabt. Ein internationales Poloturnier in Ganting. In Ganting? Ja, freilich in Ganting, wo denn sonst. Ne? Ich habe sogar schon eine Wiesn ausgesucht gehabt für ein Full-Size-Polo-Field. Haben Sie eine Ahnung, wie groß so ein Polofeld sein muss? Na, da bin ich jetzt überfragt. Ich hab das auch nicht gewusst, bevor ich mich dann tiefer in die Materie eingearbeitet habe. Ne? 3 Fußballfelder nebeneinander. Polo ist ja so eine Art Hockey mit Pferden. Ach, das ist sogar mir bekannt, aber sagen Sie mal, zu so einem internationalen Poloturnier, da wird es wohl mehr brauchen als bloß eine große Wiesn. Darum hätte ich ja den Herrn Hillinger gebraucht. Der hätte mir den ganzen Polo-Zirkus nach Ganting gebracht und das nötige Kleingeld, um sowas anzuschieben, das hätte er auch gehabt. Also eine Win-Win-Situation für alle wäre das gewesen.
Herr Hillinger hat mit Ende 20 ein Vermögen von rund 70 Millionen Euro geerbt. Nicht schlecht. Wer beerbt jetzt Herrn Hillinger? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass er keine direkten Verwandten mehr gehabt hat. Hat er vielleicht Feinde gehabt oder gab es in letzter Zeit mit irgendjemandem Streit? Nicht, dass ich wüsste. Sagen Sie mal, wie lange arbeiten Sie jetzt für Herrn Hillinger? Seit circa 8 Jahren. Ich habe ihm praktisch seine sämtlichen Termine koordiniert. Vom Golfturnier in Dubai bis zum Auslandfrühstück auf Sylt. Schön. Und Sie immer mit dabei? Ja, meistens. Mhm. Aber ich war nicht mit ihm liiert, falls Sie das meinen. Unser Verhältnis war rein beruflich. Mhm. Mit wem war er dann liiert? Herr Hillinger hatte viele Affären, aber nie was Festes. Ob und mit wem zur Zeit, das kann ich Ihnen nicht sagen. Frau Kaiser, wo waren Sie gestern zwischen 20 und 21 Uhr? Auf meinem Zimmer im Hotel Goldener Löwe. Aha. Kann das jemand bezeugen? Nein, ich war allein. Mhm. Eine Frage hätte ich noch. Warum hat sich der Hillinger 4 gleiche Massenzüge machen lassen? Das hat er immer so gemacht. Jeweils einen für einen seiner 4 Wohnsitze. Und zwar immer von Frau Waldhoff. Ja, wenn Sie also noch was über den Herrn Hillinger wissen möchten, ich stehe Ihnen jederzeit zur Verfügung. Ja, ich würde das gerne an die Kollegen weitergeben. Ja, und jetzt, wo geht's hin? Ach, das mit dem Herrn Hillinger, das hat mir total die Stimmung verhagelt. Jetzt geht's zurück nach Gernding. Ach, und Herr 80er, wegen der Rosen, da werde ich mich selbstverständlich revanchieren. Klar, in Rosenheimer Nobeldiskothek. Ja? Frau Stockel, die Herren Kommissare sind wahrscheinlich unterwegs. Ja, die sind am Tatort, das gab es allein. Zu einem gewissen Herrn Hillinger. Das weiß ich vom Herrn Schretzmeier, der war gerade bei mir. Ah, wegen den Blumen für die Frau Tumblinger? Nein, wegen dem Herrn Hillinger. Also, die beiden waren wohl recht gute Bekannte. Sag's doch bitte den Kommissaren, dass ich Sie sprechen will. Heute noch. Ja, hat jetzt der Schretzmeier die Rosen bezahlt oder nicht? Was meinst du denn da mit den Blumen? Ist doch vollkommen nebensächlich jetzt. Nur weil der Schretzmeier so ein Großkopf hat, der ist, meint der, kann sich alles erlauben. Ja, da haben Sie natürlich nicht ganz unrecht. Also. Ja. Herr Hansen, Stockel am Apparat. Hallo, liebe Frau Stockel. Wir wollen gerade zurück ins Präsidium. Und das ist sehr gut. Da geht's als erstes gleich zum Herrn 80er. Der will Sie nämlich dringend sprechen. Und heute stoppt zweitens. Der Hillinger war vorgestern Abend in einer Nobeldiskothek in eine beinahe Schlägerei verwickelt. Ein anderer Gast ist ihn angegangen. Aha. Sagt wer? Sagt der Rosenheimer Anzeiger. Und die Frau Kaiser war auch dabei. Na gut. Danke, Frau Stockel. Bitte, Herr Hansen. Der Hillinger hatte vorgestern Nacht eine Schlägerei in einem Club. Frau Kaiser war auch dabei. Also, ja. Oh, Frau Kaiser, hätten Sie noch mal einen Moment Zeit für uns? Ja, natürlich. Folgendes, warum haben Sie uns nichts von dem kleinen Vorfall vorgestern Abend erzählt? Sie meinen die Sache im JJK? Ja, genau. Was war da los? Ich war mit einem Bekannten dort, Brian Davis, ein Galerist aus New York. Herr Davis hatte geschäftlich in München zu tun. Und bei der Gelegenheit hat er auch mal in Rosenheim vorbeigeschaut. Hat der Davis den Herrn Hillinger gekannt? Flüchtig. Aber wie gesagt, ich war an dem Abend mit Herrn Davis unterwegs. Herr Hillinger kam es später dazu. Und warum ist Herr Davis auf Herrn Hillinger losgegangen? Es war spät, die beiden hatten getrunken. Ich kann mich noch nicht einmal mehr erinnern, warum es bei dem Streit überhaupt gegangen ist. So, so. Wo ist der Herr Davis jetzt? Der ist wieder zurück in New York. Na prima, toll. Hallo, Frau Stock. Grüß euch. Wart ihr jetzt schon beim Herrn 80er? Nein, zu dem gehen wir gleich. In der Zwischenzeit könnten Sie bitte schon für uns was recherchieren. Ja, es geht um einen gewissen Brian Davis. Ein Bekannter von der Frau Kaiser, der den Streit mit Herrn Hillinger in der Disco gehabt hat. Ja, und laut Frau Kaiser ist Herr Davis gestern Vormittag um 10.35 Uhr von München aus nach New York geflogen. Ach so, und jetzt soll ich rausfinden, ob er tatsächlich geflogen ist. Genau, genau. Genau. Danke. Hier gibt's bei Ihnen was Neues? Ja, ich habe mit dem Nachlassgericht telefoniert. Es liegt kein Testament vom Hillinger vor. Das ist mit der Telefonliste von seinem Handy? Herr Hofer, die kommt schon noch. Der Kaffee ist alle, okay? Den mache ich schon noch. Schön. Ja, und dann müssten wir noch dringend mit Herrn Schretzmeier sprechen. Der Herr Schretzmeier war gerade da beim Herrn 80er, wegen dem Herrn Hillinger. Wie bitte? Ich glaub's ja nicht. War das schon wieder schneller wie wir? Naja. Folgendes. Der Herr Schretzmeier hat seine Mithilfe bei den Ermittlungen angeboten. Er und der Herr Hillinger waren offensichtlich gut bekannt miteinander. Der Schretzmeier? Ja. Die beiden haben sich in Kitzbühel beim Eisstockschießen kennengelernt und zusammen große Pläne geschmiedet. Ein internationales Poloturnier in Ganting. Ich bin da ja auch eher skeptisch, aber
Wer weiß, mit dem Geld und den Beziehungen vom Herrn Hillinger. Darum geht's aber hier gar nicht. Es ist nur so, dass uns die Frau Kaiser, die persönliche Assistentin vom Herrn Hillinger, ganz was anderes erzählt hat. Was denn? Na, sie hat erzählt, beim Eisstockschießen hätte Herr Schretzmeier dem Herrn Hillinger nur mehr oder weniger kurz die Hand gegeben. Danach gab es wohl nur ein paar kurze Telefonate, das war's. Und von der Idee mit dem Poloturnier sei der Herr Hillinger alles andere begeistert gewesen. Meine Herren, Sie halten mich auf dem Laufenden. Selbstverständlich. Natürlich, hallo. Herr 80er! Steh ich. Na, was gibt's denn? Ja, der Herr Schretzmeier war gerade bei mir. Gehen's weiter. Hat er die Blumen Zeit? Ihre Rosen, liebe Frau Hofer, sind jetzt weniger mein Thema. Und was ist dann Ihr Thema? Naja, Sie als Stadträtin kennen doch Gott und die Welt. Vielleicht können Sie mal was erzählen über den Herrn Hillinger? Wer ist denn der Hillinger? Gut, danke. Eine Minute. Servus, Minant. Ja, die Stockel hat mir erzählt, dass der Schretzmeier beim 80er gewesen ist. Das wissen wir bereits. Frau Stockel, haben Sie den Herrn Schretzmeier erreicht? Ja, aber nur die Mailbox. Aber ich habe den Herrn Davis gecheckt und der ist tatsächlich gestern Vormittag nach New York geflogen. Ah, dann kann das schon mal nicht gewesen sein. Was mit Kaffee? Eine Minute. Herr Mohr, gibt's wenigstens bei Ihnen was Neues? Ja, also den japanischen Dolch, den haben wir noch nicht. Aber ich weiß was über den Hillinger. Wer raus damit? Der Hillinger hatte eine Geliebte. Na, täusche ich. Es war ja so, ich hab doch mit den Nachbarn geredet. So, ich glaube, wir gehen besser rüber. Ach so, ja. Also, keiner was gesehen, keiner was gehört. Aber der Herr Spenzel hat mir erzählt. Wer ist Herr Spenzel? Herr Spenzel, der wohnt oben drüber. Ach, der. Dass der Hillinger regelmäßig Besuch von einer jungen Dame bekommen hat. Und diese junge Dame ist auch über die Nacht geblieben. Ah ja, hat er die junge Dame beschreiben können? Und ihr 20 mit einem Auto. Und auf dem Auto steht drauf Maßschneiderei Waldhof. Na, da würde ich doch mal vorschlagen, wir zwei Hübschen fahren zur Frau Waldhof und du kümmerst dich dabei um das Alibi von der Frau Kaiser. Sie hat behauptet, sie wäre zur Tatzeit im Hotel Goldener Löwe gewesen. Ja, ist recht. Danke. Goldener Löwe. Goldener Löwe. Halt, da lang geht's aber in die Höhle des Löwen. Das weiß ich schon. Aber der Kaffee ist gerade fertig und ich möchte einen trinken. Und er sagt mir noch, wie sehr er sich freut. Grüß Gott. Ja, hab Professor Hansen von der Kripo Rosenheim, mein Kollege Herr Hofer. Grüß Gott. Wir hätten gerne mit Frau Waldhof gesprochen. Mhm. Ich gebe Ihnen. Frau Waldhof. Frau Waldhof. Was ist die denn? Die Herren, die sind von der Polizei. Ja. Die Polizei? Grüß Gott, Hofer, ist mein Kollege Hansen. Es geht um Herrn Hillinger. Können wir Sie irgendwo ungestört sprechen? Ja, natürlich. Ja, wir gehen zu mir ins Büro rüber. Gut. Entschuldigung. Ja? Frau Stockel, ganz kurz, ich habe noch einen Termin außer Haus, bin ungefähr in einer Stunde wieder da. Ist schon recht. Also es tut mir leid, Sie, aber ich habe wirklich keine Ahnung, wer sowas tun könnte. Wann haben Sie den Herrn Hillinger zum letzten Mal gesehen? Persönlich, ja, das ist schon eine Weile her, weil... Dass der Herr Hillinger persönlich erschienen ist, das war jetzt eher selten. Obwohl er Ihr Stammkunde war? Na eben drum. Die Maße habe ich im PC. Wenn er was brauchte, rief er an oder er gab es einfach online in Auftrag. So wie für die 4 Maßanzüge, die er sich von Ihnen schneidern lassen. Also Sie meinen jetzt die von neulich, ja? Die hat die Frau Schnell letzte Woche hat sie die geliefert. Wer ist die Frau Schnell? Frau Schnell ist meine engste Mitarbeiterin. Also sie betreut zusammen mit mir natürlich unsere Kunden. Die junge Dame, die sie vorhin in Empfang genommen hat, das... Frau Waldhof, wir suchen eine junge Frau, die in einem Auto unterwegs ist, das für ihre Maßschneiderei Werbung macht. Mhm. Ja, also da kommt jetzt nur die Frau Schnell in Frage. Sie fährt einen Firmenwagen, der steht ja auch privat zur Verfügung und... Warum interessiert Sie das jetzt? Das würden wir gerne mit der Frau Schnell persönlich besprechen. Der Herr Hillinger und ich, wir haben seit einem halben Jahr eine Affäre gehabt. Aber ich habe es niemandem erzählt, weil ich nicht wollte, dass die Frau Waldhof davon erfährt.
Was ist das Problem? Frau Waldhoff ist strikt gegen private Beziehungen zu Kunden und ich habe einen super Job hier. Den will ich auf gar keinen Fall verlieren. Wann haben Sie Herrn Hillinger das letzte Mal gesehen, sagen Sie mal? Gestern Nachmittag bei Erneuheim. Bin ungefähr um 5 angekommen und um 6 bin ich wieder gefahren. Es war circa 2 Stunden, bevor der Herr Hillinger ermordet worden ist. Es ist Ihnen doch nichts Besonderes aufgefallen. Ja, doch. Sauer war er. Auf wen? Auf die Frau Kaiser. Warum? Wegen ihrer Affäre mit dem Herrn Davis. Weil eifersüchtig war? Na, weil sie eben nicht mehr exklusiv zur Verfügung gestanden ist. Und deswegen wollte er sich von ihr trennen. Ah. Beruflich. Und sie gestern Abend zwischen, sagen wir mal, 20 und 21 Uhr? Bei mir daheim. Gibt's dafür Zeugen? Na, ich lebe allein. Ja, die Herren, ich hoffe, damit ist alles zu Ihrer Zufriedenheit jetzt beantwortet. Schauen wir mal. Und Sie halten sich zu unserer Verfügung, falls wir doch noch weitere Fragen haben. Selbstverständlich. Gut. Danke. Frau Waldhoff, das mache ich. Ja. Danke, Frau Schnell. Eine Frage hätte ich allerdings noch. Wie kommt es eigentlich, dass eine so exklusive Maßschneiderei sich ausgerechnet hier in Rosenheim befindet? Schauen Sie, mein Atelier lebt ja nicht von Laufkundschaft, sondern von persönlicher Empfehlung. Da spielt die Lage eigentlich überhaupt keine Rolle. Mal abgesehen davon, wer jetzt überhaupt nicht nach Rosenheim kommen will, das wäre kein Thema. Wir fahren ja auch zum Kunden. Mhm. Wo werden Ihre Sachen eigentlich geschneidert? Ich habe gar keine Nähmaschine gesehen. Das ist richtig. Ich habe ein eigenes Nähstudio. Schön, dann scheint es ja für Sie sehr gut zu laufen. Jetzt mal abgesehen davon, dass ich mir mein 25-jähriges Geschäftsjubiläum, Sie, ich sag's ja nicht so, immer ein bisschen anders vorgestellt, weil, also dieser Tod vom Herrn Hillinger, ja, der hat einfach alles überschattet. Die meisten von meinen Gästen, die kennen ihn ja, also persönlich. So zum Beispiel auch Herr Bürgermeister Schretzmeier. Hm? Wie kommen Sie jetzt auf den? Ich habe ihm gedacht, dass der Herr Schretzmeier auch einer Ihrer Stammkunden wäre. Na, er ist Neukunde. Also? Ja, der Schretzmeier hat sich da bisher nur einen einzigen Janker machen lassen. Okay, und mir sagt er noch, er wäre Stammkunde bei der Frau Waldhoff. Ich dachte wenigstens, die Geschichte wird stimmen, aber Herr Schretzmeier halt. Frau Stockel, ich bin wieder in meinem Büro. Alles klar. Meine Herren. Herr 80er, Frau Stockel, wann kommt denn nun der Herr Schretzmeier? Nein, ich habe ihm zweimal auf die Mailbox gesprochen, aber er hat sich nicht zurückgemeldet. Hm. Ah, übrigens, die Anrufliste vom Hillinger habe ich euch auf dem Schreibtisch gelegt. Super, danke. Danke. Servus, Bernhard. Servus, Michi. Sie haben was sehr Interessantes über die Frau Kaiser herausgefunden. Ja, die schon. Die Frau Kaiser hat im Goldenen Löwen eine wunderschöne Suite bewohnt. Und bezahlt hat diese Suite der Herr Hillinger. Aber nur bis gestern in der Früh. Da hat der Hillinger nämlich im Hotel angerufen und gesagt, dass die Frau Kaiser diese Suite ab sofort selber bezahlen muss. Ah, dann stimmt das wohl, was Frau Schnell erzählt hat. Der Hillinger hat Frau Kaiser vor die Tür gesetzt. Er hat die eiskalt abserviert. Und warum? Warum? Weil sie es gar nicht vom Hillinger erfahren hat, sondern vom Hotelportier. Und da war es natürlich gestingert. Ja, was? Gestingert? Was? Sauer. Was ist eigentlich mit dem Alibi? Die Frau Kaiser hat da behauptet, sie wäre zur Tatzeit in ihrem Zimmer, also respektive in ihrer Suite gewesen. Tja, dies kann stimmen, muss aber nicht. Also? Also das hier ist auch nicht ganz uninteressant. Laut Anrufliste hat der Hillinger auf seinem Handy das letzte Mal in der Tatnacht um 20.43 Uhr telefoniert. Das ist genau, wie es die Frau May gesagt hat. Ich will sagen, wie es war. Der Hillinger hat sich gerade mit seinem Handy beschäftigt, da ist der Täter gekommen und zack. Ah, war das so, ja? Ja. Das Gespräch hat aber nur 3 Sekunden gedauert. Er hat eine Nummer gewählt, die er unter Claudia abgespeichert hat. Claudia Kaiser. Ja, ich kann mich erinnern, dass gestern Abend mein Handy geklingelt hat. Aber ich stand gerade im Hotel unter der Dusche. Drum bin ich nicht dran. Naja, Frau Kaiser, das könnte man auch ganz anders sehen. Sie waren wütend auf den Herrn Hillinger, weil er sie praktisch über Nacht vor die Tür gesetzt hat. Es kommt zum Streit, sie stechen zu. Ja, und um hinterher behaupten zu können, Sie wären im Hotel gewesen, haben Sie sich selbst angerufen mit dem Handy von Herrn Hillinger. Ja. Das ist doch Wahnsinn. Ich habe mit dem Mord an Herrn Hillinger nichts zu tun. Gut, dann erzählen Sie uns einmal, was genau passiert ist, nachdem Sie erfahren haben, dass der Herr Hillinger Ihr Hotel nicht mehr zahlt. Ich bin zu ihm gefahren und habe ihn gefragt, was der Quatsch soll. Und da hat er Ihnen erklärt, dass Sie Ihren Job los sind und dass er jemand anderen gefunden hat? Ja, aber ich habe ihm klar gemacht, dass er mich nicht einfach so rausschmeißen kann. 8 Jahre lang war ich rund um die Uhr für Herrn Hillinger im Einsatz. Hätte noch nicht einmal einen Flug buchen können ohne mich.
Und trotzdem hat er sie quasi von heute auf morgen rausgeschmissen. Weil er sauer war, am Abend vorher. Sie meinen den Streit in der Nobel-Disco, den Sie sich bedauerlicherweise nicht mehr erinnern können. Ich habe Brian, ich meine Herrn Davis, versprochen, ihn da nicht mit reinzuziehen. Schön, was genau ist da passiert? Herr Davis ist ausgerastet, weil Herr Hillinger ihn provoziert hat. Und Herr Hillinger hat mir übergenommen, dass ich Partei für Herrn Davis ergriffen habe. Na gut, was ist danach passiert? Ich meine, nachdem Sie Herrn Hillinger klargemacht haben, dass er ohne Sie keinen Flug buchen kann? Er hat eingesehen, dass es wohl besser wäre, wenn ich erstmal für ihn weiterarbeite, bis meine Nachfolgerin übernehmen kann. Ihre Nachfolgerin, wer sollte das werden? Keine Ahnung, aber er hatte wohl schon jemanden im Auge. Ja? Grüß Gott, Frau Stockel. Ach, der Herr Schretzmeier. Oh, ist das das Trachtenjoppal, was Ihnen die Frau Waldhoff geschneidert hat? So, hat sich das schon rumgesprochen? Das geht bei uns ganz schnell. Sie möchten bestimmt die Kommissarin sprechen. Ja, und mir presst jetzt ein bisschen. Ja, da müssen Sie im Büro warten, weil die sind gerade in einer Vernehmung. Entschuldigung, dass wir uns da richtig verstehen. Die beiden Herren wollten mich so bald als möglich sprechen. So, da bin ich. Wenn Sie ihnen also bitte Bescheid geben würden. Entschuldigung, ich kann zwar viel, eine Vernehmung kann ich aber leider nicht unterbrechen. Gut, dann machen wir das eben ganz anders. Herr 80er? Herr Kaiser, von wann bis wann hat Ihr Gespräch mit dem Herrn Hillinger gedauert? Ich bin so gegen 10.30 Uhr zu ihm gefahren und um ca. 12.30 Uhr wieder gegangen. Na gut, und danach hatten Sie keinen Kontakt mehr zu ihm? Nein, ich hatte den Rest des Tages frei. Gibt es Zeugen für dieses Gespräch? Ich war mit Herrn Hillinger alleine. Ja, aber Sie werden doch bestimmt mit jemandem drüber gesprochen haben. Ich meine, es ging um Ihre berufliche Zukunft. Ich war danach wandern, um den Kopf frei zu kriegen. Und am Abend fiel ich todmüde ins Bett. Gut. Dann müssen wir noch mal mit dem Herrn Schretzmeier sprechen. Der behauptet, er wäre ein guter Bekannter von Herrn Hillinger gewesen. Wie kommt er denn auf die Idee? Das haben Sie komplett missverstanden, Herr 80er. Was gibt's denn da misszuverstehen, Herr Schretzmeier? Sie haben ja doch wortwörtlich gesagt, dass Sie und Herr Hillinger sich brillant verstanden hätten. Und die Frau Kaiser sagt, dass Sie sich gerade mal die Hand gegeben haben. Was ich damit sagen wollte, ist, der Herr Hillinger und ich, wir waren auf der gleichen Wellenlänge. Das habe ich sofort gespürt. So wie Sie es auch gespürt haben, dem Herrn Hillinger seine Begeisterung für Ihr Projekt. Ja, gut, da war jetzt, das muss ich zugeben, der Funke jetzt noch nicht so ganz übergesprungen. Darum wollte ich ja heute noch mal mit ihm reden. Ja, bei der Frau Waldhoff, wo Sie ja mit Ihrem einen Janker bereits Stammkunde sind. Aber fast. So ein Trachtenjanker, das ist ja immerhin ein Anfang. Den zweiten, Herr Schretzmeier. Den Janker, den haben Sie sich doch bloß gekauft, um dem Herrn Hillinger sagen zu können, auch Sie lassen bei Frau Waldhoff schneidern. Und was hätte das bringen sollen? Um sich in den Augen vom Herrn Hillinger aufzuwerten, damit es vielleicht doch noch klappt mit Ihrem prestigeträchtigen Poloturnier. Gut, dass ich Sie gleich erwische. Ich müsste ganz dringend mit Ihnen sprechen. Ja, das ist gerade schlecht. Wissen Sie, bin nämlich schon auf dem Hof und... Das macht nichts. Ich komme jetzt gleich zu Ihnen raus. Gell? Wiederhören, Frau Hofer. Momentel. Herrschaftszeiten, der hat mir gerade noch gefällt. Ja, die Frau Kaiser haben wir jetzt erstmal in Gewahrsam genommen. Sie hat kein Alibi und ist immer noch tatverdächtig. Das heißt, die Frau Kaiser bleibt erst einmal bei uns. Ja, genau. Und in der Zwischenzeit soll sich die Spusi im Hotel ja die Kleider vornehmen. Vielleicht finden Sie ja Blutspuren vom Herrn Hillinger drauf. Soll ich unten Bescheid sagen? Unbedingt. Das ist wichtig. Eben. Frau Stockel, was ist mit Herrn Schretzmeier? Habt ihr ihn erreicht? Der ist schon da gewesen, der war beim 80er, dann ist er wieder weg. Ja, Herr Schretzmeier. Grüß Gott, Frau Hofer. Moment, ich hab noch was für Sie. Aha.
Da schauen Sie her. Ui! Ist das jetzt der Ersatz für die Rosen, die ich Ihnen heute in der Früh gegeben habe? Nein, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Der ist wirklich nur für Sie. Dankeschön. Ja, da bin ich mal gespannt, womit ich die wohl verdient habe. Bitte. Um es gerade rauszusagen, Frau Hofer, ich mache mir Sorgen um mein Ansehen beim Herrn 80er. Ach, wegen der Sache mit dem Hillinger. Hm. Ey, was haben Sie ihm denn da auf Ihren Schmarrn verzählt? Der 80er hat mich schon angerufen. Ja, das ist doch alles nur ein einziges großes Missverständnis, Frau Hofer. Ne? Und der Herr 80er weiß das auch. Ne? Trotzdem habe ich das Gefühl, dass mein Verhältnis zu ihm, das ja immer ein hervorragendes war, trotzdem einen leichten Kratzer abgekriegt hat. Und da kommen Sie jetzt zu mir. Vielleicht haben Sie einen Tipp für mich, was ich vielleicht machen könnte, um ihn sozusagen wieder zu versöhnen. Ha? Sie kennen ihn doch besser als ich. Probieren Sie es doch einfach einmal mit einer Flasche Champagner. Und wenn das nicht hilft, kann ich auch noch ein kurzes Wort für Sie einlegen. Hm? Champagner, ein Wort. Wahnsinn. Hervorragend. Grüß Gott, Bernhard. Guten Morgen, Herr Hofer. Guten Morgen, Kollege. Frau Stocker hat gerade erzählt, dass der Hillinger und die Frau Schnell in der Tatnacht zum Essen verabredet waren. Und zwar im Baton Rouge. Das ist ein piekfeiner Franzose, wo es wahnsinnig schwierig ist, einen Tisch zu kriegen. Sagt wer? Sagt der Wirt vom Baton Rouge. Der hat vorher gerade angerufen, hat gesagt, dass er stinksauer auf den Hillinger gewesen ist, weil er dem 2 Stunden einen Tisch freigehalten hätte und der Hillinger ist nicht gekommen. Kein Wunder, wenn er ermordet worden ist. Ja, der Clou ist aber, der Tisch war schon 19.30 Uhr reserviert. Das heißt, Hillinger hatte noch gelebt. Die Frage ist also, warum ist er mit Frau Schnell nicht essen gegangen? Und warum hat uns die Frau Schnell nichts davon erzählt? Fragen über Fragen. Nicht so knapp. Ja, Kimi hat gerade recht. Schluckel, ich möchte nicht vertreiben. Ja. Schöne Grüße von der Spusi. Keine Blutspuren auf den Kleidern von der Frau Kaiser. Sollen wir es heimschicken? Nein, wir sprechen jetzt erst einmal mit der Frau Schnell. Mhm. Ja, das stimmt. Wir waren öfter im Baton Rouge was essen. Das war sozusagen unser Lokal. Warum nicht in der Tatnacht? Der Herr Hillinger hatte doch bereits einen Tisch bestellt. Was spielt denn das jetzt für eine Rolle? Naja, vielleicht war er mit jemand anderem verabredet. Vielleicht mit der Dame, der den Job von Frau Kaiser anbieten wollte. Und sie war ein bisschen eifersüchtig. So ein Unsinn. Den Job hat er doch mir angeboten gehabt. Und ich habe gleich zugesagt. So, und wann war das? Als ich vorgestern bei mir wieder war. Und das fällt Ihnen jetzt erst ein, ja? Wie stehe ich denn vor der Frau Waldhoff da, wenn die erfährt, dass ich bei ihr kündigen wollte? Am Ende bin ich den Job bei ihr auch noch los. Ja? Hallo, liebe Frau Stockel. Sagen Sie, könnte ich bei Ihnen schnell eine Tasse Kaffee abstauben? Ich habe gleich eine Besprechung mit dem Herrn 80er. Selbstverständlich, der Herr Schretzmeier kommt auch gleich. Ich weiß auch, warum. Es gab doch gestern eine kleine, wie soll ich sagen, Unstimmigkeit zwischen den zwei. Die haben Sie wahrscheinlich auch mitgekriegt haben. Allerdings, die Wellen sind ganz schön hochgeschlagen. Mhm. Und deswegen wollte der Schretzmeier vom Herrn 80er eine Flasche Champagner vorbeibringen. Und wegen die Rosen für die Frau Tumblinger wollte er sich auch noch was einfallen lassen. Ah, schauen wir mal. Dankeschön. Bitteschön. Oh, hallo, Frau May. Guten Tag, Frau Hofer. Die Herren Kommissare? Die Herren Kommissare sind nicht da, wie Sie sehen. Aber ich kann ja noch was ausrichten. Sagen Sie noch bitte, dass ich Sie ganz dringend noch mal wegen dem... Hallo, Frau May. Grüß Gott, Frau May. Zu Ihnen wollte ich gerade. Es geht um die Anzüge von Herrn Hillinger. Aha. Lieber Herr 80er, Sie wissen ja, wie das ist. Ne? Wenn zwei Häuptlinge aufeinandertreffen, dann fliegen halt auch mal die Federn. Trotzdem hoffe ich, dass Sie mir auch in Zukunft gewogen bleiben. Und da ist jetzt eine Friedenspfeife drin, oder was? Geh. Okay. Champagner. Darf ich leider nicht annehmen. Ja, man denkt, bevor er was kauft, was Sie nicht mögen. Eben, weiß doch keiner, sieht doch keiner. Ja. Dann nehmen wir ihn. Nochmal herzlichen Dank, Frau. Weißt du, wiederschön. 80er? Ach, Frau Tumblinger. Sie sind gar nicht mehr auf Mallorca. In Rosenheim. Ja, natürlich. Kommen wir gerne, Ihnen zu gratulieren. Wann? 17 Uhr? Ja, wunderbar. Dann bis heute Nachmittag. Wieder herein. Ganz kurz. Frau Hofer, neugierige Frage, hat Ihnen der Schretzmeier jetzt das Geld zurückgegeben? Na, aber dafür hat die Frau Tumblinger gerade angerufen. Sie ist wieder im Lande. Heute Nachmittag um 17 Uhr dürfen wir ihr gratulieren. Sauber, jetzt habt ihr überhaupt keinen Blumenstrauß. Ja, dann nimmst doch die Flasche Champagner.
Ja, das ist doch eine hervorragende Idee. Das machen wir. Frau Waldhoff, bei der Untersuchung der Blutspuren auf Herrn Hillingers Anzug haben wir festgestellt, dass der Anzugstoff zum Großteil aus Kunstfasern besteht. Aber laut Etikett besteht der Stoff hauptsächlich aus hochwertigen Naturfasern. Ach, das muss ja versehen sein. Ausgeschlossen, bei den anderen Anzügen von Herrn Hillinger ist es genauso. Viel günstigere Stoffe als die, die auf dem Etikett stehen. Das heißt, Sie haben den Herrn Hillinger besorgt gehauen. Und nicht nur den Herrn Hillinger. Wir sind der Sache weiter nachgegangen, das Nähstudio, von dem Sie uns so stolz erzählt haben. Das existiert gar nicht. Weil Sie billig in Asien vorfertigen lassen und dann brauchen Sie die Anzüge bloß noch in Rosenheim den Maßen Ihrer Kunden anpassen. Sie haben also nicht nur mit den Stoffen getrickst, sondern auch bei der Herstellung. Geben Sie es zu, Frau Waldhoff. Sie haben seit über einem Jahr Ihre Kunden systematisch betrogen. Und der Herr Hillinger ist Ihnen dahinter gekommen. Gar nichts ist er dahinter gekommen. Meine engste Mitarbeiterin, die hat sie ihm gesteckt, die Scheinheilige, Frau Schnell, die Scheinheilige. Ich wollte ja auch sofort die ganze Angelegenheit mit ihm in Ordnung bringen. Also aber doch diskret und unter uns. Der wollte mich blamieren bis auf die Knochen. Der wollte mein ganzes Atelier ruinieren. Und deshalb haben Sie den Dolch genommen und zugestoßen? Ich wollte bloß haben, dass er ruhig ist. Wo genau ist dieser Dolch jetzt? Irgendwo. In Innenhaven geschmissen. Frau Waldhoff, Sie sind folglich festgenommen, wegen des dringenden Tatverdachts, Thomas Hillinger ermordet zu haben. Marietta, sei so gut. Kommen Sie bitte mit. Was? Bitte. Aber... Das hätte es nicht besser laufen können. Ein Geständnis wie maßgeschneidert. Von Frau Waldhoff. Und diesmal hochwertig. So, danke. Ja, hallo, Frau Hofer. Gut schauen Sie aus. Danke, ja, Herr Schretzmeier, wir haben uns schon länger nicht mehr gesehen. Wie geht's Ihnen denn so? Mei, voll Arbeit heute, gell? So wie immer heute, ne? Die sind aber nicht zufällig für die Frau Waldhoff, oder? Na, die sind für die Frau Tumblinger, das ist ein Mitglied von der Musikakademie, die wird heute 85. Aber sagen Sie, warum fragen Sie jetzt nach der Frau Waldhoff? Die Frau Waldhoff von der Maßschneiderei Waldhoff, ne? Die feiert heute ein kleines Geschäftsjubiläum, zu dem sie ein paar handverlesene Gäste eingeladen hat. Aha, und da sind Sie mit dabei. Na freilich, ich lasse doch auch bei der Frau Waldhoff schneiden, ne? Ach, jetzt wo Sie es sagen, steht Ihnen wirklich ganz ausgezeichnet. Ja, das hat auch eine Kleinigkeit gekostet. Ja, und jetzt wollten Sie für die Frau Waldhoff ein paar Blumen kaufen. Champagnerempfang, ich bitte Sie. Ich meine, da kann man doch nicht mit leeren Händen aufkreuzen. Ja. Mein Handy, Moment. Natürlich, obwohl ich ja gerade... ja, Frau Staudegel, grüße der Gott. Was haben Sie denn da Schönes gekauft? Rosen in Aprikot-Orange. Gibt es auch noch in anderen Farben, aber die ist ganz was Besonderes. Graziella, das ist eine vielfach prämierte Neuzüchtung. Moment. Herr 80er, ja, bin schon dran, grüße Sie. Sind Sie schon bei der Frau Tumblinger? Nein, die Frau Tumblinger hat uns gerade einen Korb gegeben. Die ist nämlich gar nicht in Rosenheim, sondern in ihrem Ferienhaus auf Mallorca. Was, auf Mallorca? Aber das heißt, wir können ihr gar nicht zum Geburtstag gratulieren? Ja, da müssen wir das halt, grüß Gott, per Gelegenheit nachholen. Aber ich muss jetzt Schluss machen. Ich wollte nur, dass Sie Bescheid wissen. Wiederhören. Aber ihr habt doch schon...
Ja, wiederhören. Super, jetzt habe ich die Blumen gekauft und die Tumblinger ist gar nicht im Lande, glaubst du das? Also wenn Sie den Strauß nicht mehr brauchen, Frau Hofer, ich täte den mit Handkuss nehmen. Wissen Sie was, Herr Schritzmeier, ich würde Ihnen den Strauß auch ohne Handkuss geben. Na, das ist doch ganz wunderbar, da haben wir das Problem doch schon gelöst, ja, gell? So, jetzt muss ich aber wirklich, gell? Und was das Finanzielle angeht, das können wir ja auch ein anderes Mal regeln, gell? Wiederschauen, Frau Hofer. Ja, wiederschauen. Ja? Morgen, Frau Stocker. Herr Achtziger, ich dachte, Sie wollten Sie mit der Frau Hofer treffen. Ja, ja, aber der Termin fällt aus. Die Frau Tumblinger hat sich kurzfristig entschlossen, ihren 85. Geburtstag auf Mallorca zu feiern. Mallorca, auch nicht schlecht. So ist es und ihr war bisher gezeigt worden. Herr Porosner im Apparat Stockel, grüß Gott. Ja? Frau Kaiser, wo haben Sie den Herrn Hillinger gefunden? Ja? Gut, bleiben Sie ganz ruhig, fassen Sie nichts an, wir kommen. Michi. Frau Waldhof, da schauen Sie, die sind für Sie. Danke. Ich bin ein bisschen früh, gell? Aber woher denn? Ich meine, ich finde es einfach ganz reizend, wenn Sie einen Anfang machen, Herr Schritzmeier. Na, also, die sind wirklich schön. Ja, das ist ja auch was ganz Spezielles, ne? Graziella-Rosen. Eine viel prämierte Neuzüchtung. Die hätte es auch noch in anderen Farben gegeben. Aber ich habe mir gedacht, in Aprikot-Orange, da sind Sie doch am schönsten. Ja, kommt man doch gleich an Connoisseur. Frau Schnell, wo ist es? Frau Schnell, bitte, sind Sie lieb. Kümmern Sie sich doch sofort.